Und wieder zurück bei Horizon. Also, in der letzten Folge haben wir den großen, bösen Stein irgendwas getötet. Und wir bringen jetzt die frohe Botschaft ihm. Es ist vorbei. Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen. Die Mörderklaue. Erlegt von einer Fremden. Dieser Vers deines Lieds wird weit reisen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Menschen werden ihren Liedern selten gerecht. Du bist eine Ausnahme. Und du hast mir einen Wunsch erfüllt. Mein Feind ist gefallen, wie die vielen Jäger, die er tötete. Mein Freund, mein Häuptling. Er wäre froh, dass anderen nun sein Schicksal erspart bleibt. Nimm dies zum Dank. Du hast es dir mehr als verdient. Und was habe ich gekriegt? Ah, Blauglanz. Ziemlich viel sogar. Und eine Kiste noch, ne? Wir haben so, das sind noch offene Kisten. Mach die nie auf, die Kisten. Okay, Waffenmodifikatoren. Banu Eisdorn. Mit Munition, aber natürlich habe ich zu viele Waffen dabei. Oh, Outfit. Nett. Ja, wir müssen aber noch Draht kaufen. Wir haben in der letzten Folge haben wir Probleme gehabt mit... Hier. Draht. Und nicht genug. Hier, Draht. Wie viel kann ich davon eigentlich kaufen? Wie viel hat sie dabei? Kann ich da nicht gleich ein ganzes Paket kaufen? Oh mein Gott. Muss man sich das vorstellen, wie in diesem Takt, ne? Ein Draht gegen Scherben. In diesem Takt wird gehandelt. Tak, 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 tak. Na gut, wenn man 200, 200 ist gut. 200 zum ersten, 200 zum zweiten, so. Da würde ich sagen, wir gehen hoch. Langkerbe ist versorgt, wie gewünscht. Und wir halten aus. Ja, wir reden auch mit ihm. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist. Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Du und Uria? Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uria gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamm zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Hm. Was ist ihr zugestoßen? Was widerfuhr Uria, als sie eine Gefangene der Kaja war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Kaja fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Die erste Expedition, was ist passiert? Was geschah mit der ersten Expedition? Uria führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen, aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Uria nie wieder anzutun. Was liegt hinter der Tür? Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brunnen. Dort kann nichts Gutes sein.
Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Alles klar. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Orea aufpassen. Ich erinnere mich an die Zeit, als das Kind gefragt hat. Ja, warte mal, das nehmen wir noch mit. Aber ich hätte noch mehr Pflanzen mitnehmen sollen. Etwas knapp bei der Pflanze, wie gesagt. Ja. Ich weiß ja jetzt nicht, an was mich diese Eismauer hier erinnert. Ne? Man kann das gerne mal in den Chat, in die Kommentare schreiben, woran diese Mauer einen jetzt erinnert. Ich lasse es einfach mal im Raum stehen. Einfach mal so. Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist. Aber nein, nicht unwissend. Ich... Willst du dich bedanken, Orea? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Ja, aber man kann sie mir jetzt nicht vorwerfen, Mensch. Ich meine, er möchte seine Schwester beschützen. Deine Gefangenschaft. Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Kaja warst. Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Kaja änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schafften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn. Aratak und der Krieg? Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch 1000 eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit, er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur, das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Silence. Jetzt, wo ich Häuptling des Verax bin, kann ich dich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak und wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane? Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber... dazu kam es nicht. Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen, Löcher im Eis und Metall.
Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Bürgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen. Er ist skrupellos und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein Zweiter. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Orea. Danke. Donnerkamm? Was finden wir da oben, Orea? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. Okay, Zeit aufzusteigen. Es war nicht einfach für dich, Orea, hierher zurückzukehren. Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Okay, gehen wir. Unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Es ist eine Feuerübung. Was war das hier? Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welche. Hm. 21. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12 Hey, Aloy? Hast du versucht, etwas zu hören? Ja. Erinnerungen. Nachrichten von den Alten. Ich spiel nochmal ab. Du kannst sie. 21. November 2064. Ich beneide dich. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Von 12. Ich bin nicht sicher, Orea. Oh mein Gott. Einfach weil alle durchlabern, ne? Jetzt halte mal die. Weißt du? Okay, die Tür ist zu. Das ist nicht so gut. Okay.
Vielleicht die Möglichkeit, hier irgendwie hochzukommen. Und zwar hier. Das heißt, ich kann hier. Nö. Achso. Okay. Oh. Das ist nicht so gut. Der ist groß. Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Ich will eigentlich die Kleinen killen, bevor die Großen. Nein. Okay. Dann auf sie mit Gebrüll. Okay. Das wechselnde Pfeil hat sich doch bezahlt gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Wenn wir höher klettern, offenbart sich uns der Weg. Das wird passen. Barger braucht das für das Schmiedefeuer. Ah ja, aber das ist ja die Nebenquest, dass ich hier einen Teil von der Maschine mitnehme. Ja, hier lang. Es ist nicht mehr weit. Am letzten Besuch kämpften wir uns hier durch, aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen, mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich habe verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Frost. Also. Dazu war das gut. Also. Schauen wir uns das Ganze hier kurz an. Sogar auf der Karte. Okay. Das sieht mir nach Heizöfen aus hier. Es ist eine Produktionsstätte. Die Frage ist nur, was produziert das? Wenn wir rechts rumgehen, können wir schön schleichen. Mittendurch müssen wir es mit
Das können wir knicken. So, wir machen hier eine Verschnaufpause. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann.